4-Hydroxynonenal ist ein äußerst reaktives Aldehyd, welches nun aktuell in einer gerade diese Woche rausgekommenen Studie unter die Lupe genommen wurde. Ein pflanzliches Produkt erzielte dabei leider Spitzenwerte und ich habe dieses, wie du wahrscheinlich auch, hin und wieder gegessen. Werde aber nun komplett darauf verzichten. Es zählt zu einem der Lieblingslebensmittel der Deutschen. Ein fettes Video im wahrsten Sinne des Wortes. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Diese Studie ist wirklich brandneu und dies ist die erste Auswertung im gesamten Internet zu dieser Studie. Wie entsteht 4-Hydroxynonenal und was sind die Auswirkungen? Wie schon gesagt, es ist ein Aldehyd. Das ist einfach ausgedrückt ein Alkohol, dem der Wasserstoff entzogen wurde. Dieses Aldehyd entsteht bei einer sogenannten Lipid-Peroxidation. Das klingt wirklich viel, viel schlimmer, als es eigentlich ist. Lipid-Peroxidation. Das bedeutet, ein Fett, was einfach ein Elektron an ein Radikal abgibt. Das war's schon. Dieser Zusammenhang führt dann allerdings zu Kettenreaktionen. Wie das auch, ihr kennt das, von so einem Apfel, der geschnitten ist und der dann so braun wird langsam. Wo ihr das beobachten könnt. Das ist genau dieser Prozess. Der oxidiert dann sozusagen vor sich hin. In dem Fall des 4-Hydroxynonenal ist das Fett, aus dem das entsteht, eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, welche generell oft als pauschal gesund bezeichnet werden. Ist es aber nicht. Die generelle Bezeichnung für gesund und oder als gesund oder ungesund für ganz spezielle Makronährstoffe, egal was das ist, ist zu 99% einfach immer zu pauschal und auch immer falsch zu 99%. Ja, wollte ich an der Stelle nur nochmal sagen. Da ist es wichtig zu differenzieren. Dieses spezielle Aldehyd ist extrem reaktiv und vernetzt sich unglaublich schnell mit verschiedenen anderen Molekülen und trägt damit auch zu Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Arteriosklerose und neurodegenerativen Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer, bei. Entsprechend hat man in dieser Studie ganz konkret Lebensmittel getestet und das gab es bisher noch nicht, obwohl man dieses 4-Hydroxynonenal schon auf dem Zeiger hat. Aber hier in der Studie hat man ganz konkret Lebensmittel getestet und das Auftreten dieses Aldehyds. Es kommt durchaus häufig vor und man kann nicht sagen, dass es per se giftig ist, sondern je nach Konzentration führt es zu Problemen, Differenzierung. Und die Probleme sind nicht nur in der Reaktivität als solches zu finden, was auch manchmal ein Vorteil sein kann, wenn was reagiert, sondern auch in der Genotoxizität, also dass es Änderungen im genetischen Material hervorruft, und der Zytotoxizität, also dem Schaden von Zellen und Gewebe. Barbara Sotero hatte dazu erst letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, die ich dir auch unten in die Infobox gepackt habe. Generell alle Informationen, alle Quellen immer in der Infobox, also da immer mal reinschauen. Peter Eckel hatte wiederum ein Jahr zuvor auch schon gezeigt, dass 4-Hydroxynonenal auch zu Zellschäden in Tumorzellen führte. Was nicht etwa gut ist, wie man annehmen könnte. Besiegt ja den Krebs oder so. Nee, wir haben alle in uns Tumorzellen enthalten. Denn durch die Zellschäden können Tumorzellen angeregt werden, sich unkontrolliert zu teilen. Und deshalb auch dieser krebskatalysierende Effekt von diesem Aldehyd. Ja. Also, und wie gesagt, unbedingt auch mal in die Infobox schauen. Ich sage das immer wieder. Es gibt so viele Menschen, die so viel erzählen. Quellen sind das Wichtigste. Es gibt noch 17 weitere Probleme, die alle in dieser Studie aufgezeigt wurden. Die Kernprobleme, die habe ich dir auf jeden Fall gesagt. Und in der Studie, auch ganz interessant, steht auch immer da, mit welcher Dosierung und also ab wann und ja, wo das herausgefunden wurde. Also auch da wieder diese Referenz. Ich habe für mich persönlich meine Grenze bei 1000 Mikrogramm pro Kilogramm gesetzt. Diese ist einfach willkürlich von mir persönlich gesetzt aus der Analyse der Studie und ja, um einfach für mich die größten Gefahrenherde für 4-Hydroxynonenal zu bestimmen. Für mich persönlich und entsprechende Lebensmittel, die einen höheren Anteil davon haben, einfach zu meiden. Für mich auch ganz wichtig, dass ich hier nicht mit Fachbegriffen um mich schmeiße, sodass keiner mehr folgen kann, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja, und ich will dann am Ende kein irgendwie ein Produkt verkaufen, was keiner braucht. Das können andere YouTuber viel besser.
Ich löse einfach für mich etwas praktisch Anwendbares heraus aus so einer Studie und eben dann eben auch für dich. Also nicht verwunderlich ist, dass in einer ketogenen Ernährung, also wo Fette der Hauptbestandteil der Nahrung sind, es quasi unvermeidlich ist, ja, dass es zu einer erhöhten Einnahme von 4-Hydroxynonenal kommt, als wenn man sich ausgewogen und wenn man sich gesund ernährt. Das bedeutet eben Kohlenhydrat dominierend, ausgehend der großen Ernährungsinstitute. Und wer da immer noch am Zweifeln ist, und meint eine ketogene oder eine Low-Carb-Ernährung sei gesund, unten ist der Link zu meinem Buch Low Carb, der teuflische Trend. Gibt auch viele andere Bücher zu dem Thema. Da ist es wirklich sehr komprimiert. Möchte ich auch nicht weiter darüber reden, weil das auch eine emotional behaftete Diskussion für viele Menschen ist. Aber auch in einer makronährstofftechnisch ausgewogenen Ernährung, also wenn man es jetzt nicht übertreibt, ketogen, Low Carb und so weiter, kann es zu einer Überdosierung mit dem Aldehyd kommen. Wie zu erwarten spielt Fleisch und Fisch, sowohl im rohen als auch im erhitzten Zustand, ganz oben mit. Und ist ja nicht nur aus dem Grund zu meiden des Aldehyds, sondern aus vielen anderen, aber als Abonnent meines Kanals hast du da glaube ich schon genug Wissen und Inspiration gesammelt, das muss ich nicht da sagen. Ausnahme sind zumindest bei diesem Aldehyd Geflügel. Geflügel ist eine Ausnahme und auch Makrelenarten und dann auch noch der Adlerfisch. Nie gehört? Kennst du einen Adlerfisch? Whatever, das wären Ausnahmen. Milchprodukte und Käse sind, was dieses 4-Hydroxynonenal angeht, eher weniger problematisch. Aber zwei Dinge habe ich für mich persönlich als Wissen aus dieser Studie herausgenommen. Und ich bitte dich, diese pflanzlichen Produkte zumindest aus diesem Aspekt zu überdenken und dir selber deine Meinung zu bilden anhand von Fachwissen. Egal wie viele meinen, dass diese gesund sind. Erstens. Fast jede Form von erhitzten Ölen, bis auf Erdnussöl, haben alle getesteten Öle Werte von teilweise weit über 1000 Mikrogramm pro Kilogramm. Nur mal als Beispiel, in der schon erwähnten Studie von Peter Eckel hat man bereits bei 10 Mikrogramm pro Kilo 4-Hydroxynonenal pro Kilo Zellschäden bei Tumorzellen beobachten können. Das ist echt nicht viel. Ja. Also wenn ihr Öl nutzt, dann einfach merken, wenn, dann nur kalt gepresst und das nicht erhitzen. Und da, also als kalt gepresstes Öl, lagen die Werte rund um ein Zehntel oder noch mehr darunter. Also auf jeden Fall viel, viel gesünder, was eigentlich auch klar ist. Ne? Ich selber mache auch hin und wieder etwas Olivenöl auf meine Vollkornnudeln oder sowas. Also als kleinen Ölkick, wirklich nur extrem wenig. Und ist auch alles gut. Ne? Und mach dich bloß nicht verrückt. Die negativen Effekte, wenn du dich verrückt machst, sind wahrscheinlich schlimmer als wenn du dann doch das erhitzte Öl nimmst. Also locker bleiben. Erhitze es einfach nicht. Wenn du unbedingt mit Öl braten musst, weil deine Religion das so will oder dein Ernährungsguru, dann nimm zumindest, was das Aldehyd angeht, am besten Erdnussöl. Achte aber beim Erdnussöl darauf, dass du es nicht über 160 Grad erhitzt, weil beim Erdnussöl ist das der Brennpunkt, dann verbrennt das Öl und dann wird es auch wieder problematisch. Ne? Und lass es einfach weg. Und nun der absolute Spitzenreiter mit dem Höchstwert von 49.000 Mikrogramm pro das Lebensmittel, was ich mir nach dieser Studie geschworen habe, wegzulassen. Immer, immer. Keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen. French Fries, Pommes. Ja, in Fastfood-Ketten ist es oft eine der wenigen veganen Alternativen. Aber ehrlich gesagt, das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert bei dieser hohen Konzentration. Bei den Pommes kommen ja noch die Transfette dazu und am Ende des Tages weiß ich nicht, ob rein gesundheitlich eine Fleischscheibe so schädlich ist wie Pommes. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gerade viele Feinde unter meinen Freunden gemacht, weil ich den Pommeskonsum aufgrund des 4-Hydroxynonenal wahrscheinlich so ein bisschen ausgeredet habe. Oder auch nicht. Ne? Jeder muss das selber für sich entscheiden. Für mich nie wieder Pommes. Und wer mich irgendwann mit einer Portion Pommes in der Hand sieht, dem gebe ich hiermit offiziell die Befugnis, mir diese Killerstäbchen sofort aus der Hand zu schlagen. Ohne Scheiß, wenn du mich mit Pommes siehst, hau mir die Dinger aus der Hand. Nie wieder. Never ever. So, wenn wir dann mal alles rekapitulieren, dann sind wir mit einer möglichst unverarbeiteten, kohlenhydratreichen Ernährung mit hohem Vollkornanteil wieder auf der sicheren Seite. Und das wiederholt sich Studie um Studie. Das ist
Ich könnte mittlerweile locker noch 2 weitere Bücher mit den schädigenden Wirkungen von kohlenhydratarmer und fettreicher Ernährung schreiben, aber gerade bei der derzeitigen Low Carb und vor allem derzeit Ketogen Welle. Es war ja erst das Low Carb, dann wurde das Low Carb sehr oft entkräftigt. Nun ist man dann einfach zu Ketogen geschwenkt. Das wird dann auch wieder entkräftigt. Aber es ist zurzeit dieser Trend einfach. Wenn man da so sich da klar positioniert, naja, einfach machen lassen. Einfach die Menschen machen lassen, ihre Erfahrungen sammeln. Oh, an der Stelle ein fettes Danke für alle Menschen, die mich hier unterstützen, die solche Studienanalysen, die vor allem Zeitkosten auch mir ermöglichen. Und wenn du recht neu auf dem Kanal bist und noch mehr Infos bezüglich Fett in der Ernährung möchtest, dann habe ich auch gleich ein ganz spezielles Video für dich, was auch vor ein paar Wochen von mir gedreht wurde. Das findest du hier dann im Abspann. Und ja, jetzt viel Spaß mit den neuen Informationen. Pommes AD, zumindest bei mir. Wünsche dir alles Gute. Willkommen im Leben. Dein Samu. Thank you.